Hallo, schön euch wiederzusehen bei Frag den Fahrlehrer.de auf YouTube. Hier ist wieder Christian mit kurz erklärt, wie man fährt. Heute haben wir ein schönes Vorfahrtsthema und zwar heißt unser Thema heute Einbahnstraße, rechts vor links, ja oder nein? Einbahnstraße, rechts vor links, ja oder nein? Was ist denn damit gemeint? Folgende Situation erlebe ich häufig. Ich fahre mit meinen Fahrschülern durch ein rechts vor links Gebiet. Natürlich kommt es da auch öfter mal vor, dass die Fahrschüler ein rechts vor links übersehen und ich weise sie dann entsprechend darauf hin, dass sie aufpassen sollen und besser gucken sollen, ob da keine Straße von rechts kommt. Manchmal gibt mir der Fahrschüler dann folgende Antwort: Christian, ich weiß, dass du mich testen wolltest, das war eben überhaupt kein rechts vor links. Das war nämlich eine Einbahnstraße, die da anfing und da kann überhaupt keiner rauskommen. Ich habe das wohl gemerkt. Hat der Fahrschüler da recht? Ja oder nein? In vielen Fällen hat der Fahrschüler kein Recht und ich wollte ihn gar nicht testen. Es war nämlich wirklich ein rechts vor links. Wie kommt das? Schauen wir uns das mal an. Hier auf diesem Bild sehen wir folgende Situation. Wir fahren auf einer Straße und rechts fängt eine Einbahnstraße an. Wir kennen das an dem bekannten Einbahnstraßenschild. Rechts geht also eine Einbahnstraße los. Man darf nur dort reinfahren und es darf dort keiner rauskommen. Also ist diese Straße kein rechts vor links. Jetzt schauen wir uns mal das nächste Bild an. Hier haben wir exakt die gleiche Situation. Wieder unsere Straße, wieder die Einbahnstraße, die auf der rechten Seite anfängt. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man unter dem Einbahnstraßenzeichen ein weiteres Zeichen mit einem Fahrrad drauf und zwei Pfeilen darunter. Was bedeutet dieses Zeichen? Dieses Zeichen bedeutet, dass man diese Einbahnstraße mit dem Fahrrad in beide Richtungen befahren darf. Es soll also den Autofahrer, der dort reinfährt, darüber informieren, dass man dort mit Gegenverkehr durch Radfahrer zu rechnen hat und aufpassen muss. Des Weiteren kann man erkennen, wenn man an der Einbahnstraße vorbeifahren will, dass aus dieser Einbahnstraße also auch Radfahrer herauskommen könnten. Mit anderen Worten, diese Einbahnstraße ist ein rechts vor links. Es gibt also Einbahnstraßen, wo einer rauskommen kann, und die damit rechts vor links sind und damit auch natürlich vorfahrtsberechtigt. So, leider ist es so, dass es dann noch was zu beachten gibt. Ich erlebe also ständig, dass sich die Radfahrer, seit es die Regelung gibt, die gibt es erst seit einigen Jahren, dass die Radfahrer sich seitdem das Recht nehmen, in jeder Einbahnstraße entgegengesetzter Fahrtrichtung zu fahren. Egal, ob dort ein Zusatzzeichen für Fahrradfahrer steht oder nicht. Darum würde ich euch empfehlen, grundsätzlich auch in die anderen Einbahnstraßen, wo kein Zusatzzeichen mit Fahrrädern draufsteht, mal ganz kurz reinzugucken, ob da einer rauskommt. Natürlich darf er da nicht rauskommen, aber er kommt ja von rechts und man weiß nie, wie das dann endet, wenn es da plötzlich knallt, ja, oder wie das der Prüfer in der Fahrprüfung sehen würde, wenn da ein Fahrrad rauskommt und du nicht anhältst. Ja, darum mal kurz in alle Einbahnstraßen reinblinzeln, auch wenn da kein Fahrzeichen untersteht. So, das war's wieder für heute mit kurz erklärt, wie man fährt. Ich habe noch jede Menge weitere schöne Themen hier, es werden immer mehr. Und vielleicht hast du mal Lust, dir das ein oder andere weitere Thema anzuschauen. Ansonsten kannst du mich gerne besuchen auf fragdenfahrlehrer.de. Wenn du Fragen hast, kannst du das dort gern tun. Ich werde versuchen, dir schnellstmöglich diese Frage zu beantworten. Und bei Facebook kannst du mich auch treffen. Es wäre schön, wenn du mich dort mal liken würdest. Bis bald. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Tschüss, euer Christian.